Und im Studio begrüße ich jetzt den Wiener Gastronom Stefan Gergely. Guten Abend. Guten Abend. Ein völliges Rauchverbot, wie etwa in dieser Skihütte, die wir gerade gesehen haben, ist das für Sie vorstellbar? Es ist möglich vorstellbar. Wir haben eine ganze Reihe von gesetzlichen Regelungen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Man muss darüber diskutieren. Ich denke, die Freiwilligkeit und die Regelung des Markts sind gute Instrumentarien. Die Verbote sind schlechte Instrumentarien. Aber die Freiwilligkeit funktioniert nicht in jedem Lokal, wie wir gerade gesehen haben. Manchmal ist es auch, muss ich ehrlich sagen, reine Augenauswischerei. Da steht da der Tisch für die Raucher, dann ist ein Kordel, dann steht der Tisch für die Nichtraucher. Da zieht der Rauch ja auch hinüber. Man kann eine bessere Lüftung vorschreiben. Das Ganze ist technisch lösbar. Schauen Sie, Frau Zimmermann, jetzt hat die Gesundheitspolitik seit Jahrzehnten versucht, durch Aufklärung das Image des Nichtrauchers zu heben und hat dabei versagt. Und wir sollen diese Suppe jetzt auslöffeln. Das ist nicht unser Job als Wirte. Wir haben oder als Kaffeesitter. Wir sollen unseren Gästen Unterhaltung bieten. Wir sollen was Gutes zum Essen und zum Trinken bieten. Das ist Genuss. Es ist nicht unser Job, ein Gesundheitswauwau zu sein. Aber abgesehen, wie kommen wir jetzt zu dieser räumlichen Trennung? Abgesehen vom Gesundheitsargument, wenn Sie sagen, es ist ein Genuss, ist es vielleicht für manche Nichtraucher kein Genuss, ja, aber das Essen das zu versucht, essen und den eineinhalb Jahre lang ein Lokal zu machen, dem nicht ein ganzes Lokal und nicht eins, wo da jemand geraucht hat und ein anderer nicht raucht. Ein Nichtraucherlokal in vier Lokalen im Schlossquadrat, das hat nicht funktioniert. Der Markt hat nicht funktioniert. Für mich sind das irgendwie Phantome. Wir haben jetzt auch unsere Raucherzonen, unsere Nichtraucherzonen. Es funktioniert im Nukleus im Prinzip. Aber es gibt immer wieder Probleme. Und ich bin gegen diese Klassengesellschaft. Ich bin dagegen, dass man in jedem Wirtshaus eine Mauer aufzieht. Da sitzen die Guten, die nicht rauchen, da sitzen die Bösen. Dann werden wir halt vielleicht den Schnaps und den Schweinsbraten nur mehr an die Bösen, die Raucherzone servieren und die Tofu-Knödeln und die Biermilch für die Gesunden. Das ist nicht gut. Ist das eine liberale Gesellschaft, Frau Zimmermann? Wie soll denn das sein? Was sollen denn die Verbote bewirken? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben es versucht, in einem Lokal das einfach ein Nichtraucherlokal damit der zu Markt machen. Das regelt und ja. Die Nachfrage war nicht da. Aber jetzt halte ich dem entgegen, es gibt andere Länder, die haben das in jedem Lokal. Irland zum Beispiel, Italien, ja, die haben ein generelles Rauchverbot, dort funktioniert es. Warum aber in Österreich heißt, das nicht? Funktioniert? Das ist doch verlogen, Frau Zimmermann. Zuerst wird das Verkauf von Tabakwaren erlaubt, dann schneidet der Staat mit, sehr kräftig an der Tabaksteuer und hinterher wird das Rauchen komplett verboten. Das ist doch nicht in Ordnung. Dann, wenn es so gefährlich ist, dann soll man das Rauchen komplett verbieten. Aber komplett, aber nicht nur in den Lokalen, dass geraucht wird, dann soll doch der Verkauf verboten werden. Dann schneidet auch der Staat nicht mehr mit, wenn es wirklich denn so gefährlich ist. Ich sehe ja schon ein, dass es hier gesundheitliche Probleme gibt. Nur wie kommt der Wirt dazu, der Gesundheitswahrbau? Ich bin ein Wirt und keine Lungenheilanstalt, Frau Zimmermann. Dennoch frage ich noch einmal, Italien, Irland zum Beispiel. Ach, was, dort gibt es generelle Rauchverbote. In München gibt es schon Raucherzonen und Nichtraucherzonen. Gehen Sie doch dorthin. Die haben schon klein beigegeben an den grenznahen Regionen, weil die ganzen Italiener, die nicht rauchen konnten, sind nach Österreich gefahren. Da steht vorne Zona Fumatori und hinten durch den Hintergang dürfen die Nichtraucher hineingehen. Das ist in den Grenzgebieten, weiter im Landesinneren wird es ja, wahrscheinlich anders sein. Na, da wird man sich überlegen, ob man für eine Zigarette bis nach Österreich fährt. Rauchverbotslokale in Italien waren leer und die Raucherlokale in Österreich waren voll. Das sagt doch eh schon alles aus. Dennoch nochmal, die Wirte in Österreich, die Gastronomen befürchten ja, dass wenn es ein strengeres Rauchverbot geben wird, dass sie dann Umsatzeinbußen haben. Es gibt jetzt zum Beispiel aus Irland Zahlen, die hatten einen Umsatzrückgang von 6,3%. Das ist jetzt noch nicht die Welt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien. Je nachdem, wer sie beauftragt und veröffentlicht hat, haben sie einmal diese Daten, einmal diese Daten. Es geht jetzt um die österreichische Regierungserklärung mit verpflichtenden Raucher- und Nichtraucherzonen. Und die damit gesetzlich verordnete Zweiklassengesellschaft. In jedem Wirtshaus, in jedem Kaffeehaus wird eine Mauer systematisch aufgezogen. Wie kommen wir dazu? Das kann man nicht vergleichen. Wie würden Sie es lösen? Die freiwillige Geschichte funktioniert. Teilweise haben wir gesehen, die freiwillige aber nicht Geschichte ganz. Funktioniert nicht schlecht. Ich würde dieses Ding noch einmal verlängern. Sie sonst lösen? Da schauen Sie, es gibt natürlich Nichtraucher, die sich jetzt artikulieren. Ich finde das auch in Ordnung. Wir haben natürlich diese Diskussion. Es gibt militante Raucher, es gibt militante Nichtraucher. Da gibt es ab und zu irgendwelche Probleme. Da kann man ja versuchen, das irgendwie zu lösen. Aber soll ich dann jetzt in der Zukunft einen der sich im Nichtraucherbereich eine Chica anzündet? Das lokal
Lokals verweisen. Wenn Sie sagen, man kann versuchen, es zu lösen, wie würden Sie es lösen? Sie wollen keine räumliche Trennung. Es sollen zunächst nochmal, es soll die Freiwilligkeit beibehalten werden. Eine bessere Lüftung ist immer gut, nämlich nicht nur wegen den Zigaretten, auch wegen dem sonstigen Speise und Öl und sonstigen Gerüchen. Und wenn ein Wirt, ein Kaffeesitter, ein anderer Anbieter am Markt nicht willens und nicht in der Lage ist, eine bessere Lüftung einzubauen, dann hat er ein Problem. Es gibt auch im umweltpolitischen Bereich die Frage, Sie kennen das, diese Emissionszertifikate. Jemand macht das besonders gut, der kriegt einen Bonus und der es nicht so gut macht, kriegt einen Malus. Auch in der Versicherung ist das möglich. Da gibt es eine Reihe von Regelungsinstrumentarien, die ebenfalls effizient sind und eben nicht dieses Maueraufbauen gesetzlich verordnen. Also Sie sehen noch Möglichkeiten, um das zusammen zu verbessern. Ich bin überzeugt davon, dass es funktioniert. Dankeschön, Herr Gergely, für Ihren Besuch im Studio.